Moin meine Freunde und willkommen zurück zu Destiny 2 Shadowkeep hier jetzt. Und ihr merkt schon, ich bin bisschen was verändert hat sich hier. Hier, die Waffen haben sich verändert, mein Level ist gestiegen, ich sehe auch ein bisschen anders aus. Mein Geist ist jetzt besser, genauso wie hier die Sachen. Ja, ich habe sehr viel gelevelt. Und bevor wir zum Mond gehen und die Story weitermachen, werden wir hier den verlorenen Sektor machen, um die kontraversalten Halthandschuhe zu bekommen, die gar nicht mal so schlecht sind. Also, let's go. Bis gleich. Da sind wir auch im verlorenen Sektor. Und ich habe hier mein Lieblingsgewehr genommen, weil es hat einmal Holding. Holding ist mega geil. Sorgt dafür, dass ich erhöhten Schaden bekomme bei Nahkampfkills. Stabile Geschosse, Stabilität und so. Und die Waffe im Halter wird nach einer kurzen Zeit automatisch geladen. Ist auch mega geil. Kann ich nur empfehlen. Ich weiß zwar nicht mehr, wie man die bekommt. Ich weiß zwar selber auch nicht, wie ich die bekommen habe. Irgendwie habe ich die bekommen. Aber sagt mir nicht wie. Die Profis können ja dann sagen, wo. Aber Alter, macht das Ding Bock. Guck, ich mache einmal einen Nahkampf. Und dann so. Macht das richtig viel Schaden. Na. Bam. Einmal auf die Fresse gehauen. Zack. Und schon mäht das einen weg. Das ist wirklich, ihr müsst dann nur einmal so einen Goblin töten und dann so. Oh nein, auch ich. Blöd, Mann, Alter. Was war das denn von mir? Das war dumm von mir. Aber das nicht. So, nochmal ein Schneeball in eure Fresse. Morgen endet ja das Event endlich. Hat eine Ewigkeit gedauert. Also für euch ist das nicht morgen, sondern für euch war das schon. Ich produziere ja, wie gesagt, die Folgen vor. Für mich wäre es dann halt der zweite. Junge, dieses Gewehr ist so geil. Ich liebe es. Gut, kommen hier schon die Handschuhe? Nee, noch nicht. Der Questschritt geht noch weiter. Ah, ich soll damit Ikor reden. Okay, dann sehen wir uns bei Ikora wieder. Gut, Ikora, hast du für mich das Exo? Da ist es ja. Ikora hält das seltsame Objekt in den Händen, das du auf Nessus gefunden hast. Flüstert es dir auch zu? Sie lächelt dich schwach, aber wissend an. Angst ist eine natürliche Antwort auf das Unbekannte. Doch mit der Zeit wirst du dich an diese Stimme der Lehrer gewöhnen. Ja, ich habe keine Angst. Was die Vex angeht, es ist beunruhigend, dass die dass sie aktiver werden. Es tut mir leid, dass dich schon so schnell wieder nach Nessus zu schicke, Hüter. Aber solltest die Vex ein leere Artefakt wie dieser hier besitzen, müssen wir proaktiv vorgehen und ihre Maschenschaften unterbinden. Ja, das ist halt einmal nur, mach jetzt den Strike. Warte, ich kann es euch gleich zeigen, wenn ich die Handschuhe mal trage und dann leere. Jetzt steht nämlich, genau, schließe Terminus der Ansicht ab. Haben wir ja schon mal gemacht. Werde ich jetzt nicht darauf eingehen. Ich will neuen Emblem. Tut mir leid, ich bin spät dran. Nehmen wir das hier einfach mal. Gut, dann machen wir weiter mit Shadowkeep. Und zwar mit Höhlenschlund Mond. Untersuche das merkwürdige Schafverhalten. Achso, das ist immer noch das gleiche. Okay, dann bis gleich. Okay, dann beginnen wir mal die Quest. Was ist hier alles so am Start? Ich hoffe, sehr geile Sachen. Gib mir bitte Exos. Wie ich direkt an Exos denke. Geld, Geld. Also, die Dinger können nämlich okay, krasse Sachen, und zwar... Wohin? Ja, warte, ich muss das vorlesen.
Widerstand gegen eingehende Schaden, während du deine leere Granaten auflädst. Oh, dann sollte ich ja leere spielen, nicht Idiot. Aber die sind gar nicht mehr so schlecht. Alter, ich hab einen legendären Bruchstück. Das ist voll blöd. Ach, übrigens, hier war der Endboss aus Destiny 2. Ich glaube, das war sogar Crota. Ja, das war Crota. Oh, dieses Maschinengewehr, ich liebe es. So, wo muss ich jetzt hin? Ich muss da hoch. Okay. Ach, muss ich nicht jetzt zu dieser Scharlachfestung? War da nicht sowas? Wir haben ja die Story schon mal gespielt. Aber nochmal so ein Reboot schadet nicht. Das schadet auf jeden Fall nicht. After Song. Hier ist aber übrigens das öffentliche Event, was jeder spielen kann. Also auch die Leute, die kostenlos spielen. Aber das will ich nicht spielen. Aris, wir haben es gefunden. Scheint ein Ritual zu sein. Wir müssen den Zweck erfahren. Hab keine Angst, der Schar entgegenzutreten. Ach, ich muss das jetzt wirklich mitspielen? Ich muss 6 von diesen Runentafeln sammeln, okay. Na Jungs, was macht ihr so? Darf ich mitmachen? Dann los geht's. Meine Rüstung ist jetzt genauso wie die Schar. Schön rot. So, gleich beginnt's. Müssen jetzt alle hier rauskommen. Ah ne, die kommen alle dort raus. Also das öffentliche Event geht so, die wollen alle ins Teil rein, aber wir müssen das halt verhindern. Und das geht halt irgendwie 6-mal oder 7-mal. Und am Ende müssen wir halt einen Boss besiegen. Das ist so das, was man hier am meisten macht. Also nicht so gut. Dann kriege ich eigentlich mal guten A. Guck mal, da ist doch die erste. Jetzt wieder holding und schön reinbürsten. Ah, ich muss hier weg. Jetzt mal nachladen. Und. Mein Gott, Alter, hat der mich weggeschossen. Hilfe. Nicht mit meinem Sturmgewehr. Jawohl, eine neue Robe. Ja, die ist sogar 3-mal besser. Aber ich will jetzt nicht wechseln. Das nervt nämlich euch wahrscheinlich. So, da haben wir noch eine. Dann brauchen wir noch 3. Oh. Ja, die kommen schnell hier voran. Mehr holigen. Bam! Als ob. Joch, Junge. Genau in dem Moment hat sie sich bewegt. Okay, jetzt hier abgeschlossen. Und der Pure Abyss Moon. Achso, ich muss das an einem bestimmten Punkt machen. Keine Ahnung, warum ich das an einem bestimmten Punkt machen muss, aber naja. Machen wir das mal. So, damit eine gute Internetverbindung hier oben. Die Schar versucht, sie für das Ritual anzulocken. Wie merkwürdig. Aber wofür? Unklar. Aber anscheinend können ihnen die Albträume nichts anhaben. Anders als uns. Faszinierend. Wir müssen erfahren, wie sie das zustande gebracht haben. Das ist der Schlüssel, einen Weg über die... Alter. Wer schreit da? Diese Schreie. Das ist eine Scharhexe.
Oh oh. Schnell zu Erwis Morden. Nicht, dass sie jetzt auf einmal zu einer Hexe wird. Kann ich die Aktivität verlassen? Ja. Bitte einmal raus. Ach, der schmeißt mich ja direkt komplett raus. So, was ist denn los, Madame? Was passiert? Saimuta schreit, wie sie es an dem Tag getan hat, als Omnigul sie in Stücke riss und sie für immer verstummte. Fast wäre das auch unser Schicksal gewesen, als ein Albtraum von Omnigul durchs Lager fegte. Mein Überleben war ein Geschenk der Essenz, die du durch den Albtraum von Crota erhielst. Wenn wir uns die wahre Macht der Essenz zunutze machen könnten, würde sie eine große Hilfe im Kampf gegen die Albträume und sogar die Pyramide selbst sein. Sie weiß, dass wir kommen. Ich kann es spüren. Und wir werden die Oberhand haben. Die Schreie von Sais Phantom scheinen eine weitere Last für mich herbeizurufen zu haben. Das Phantom von Vel'Talova. Während der Albtraum von Omnigul durch das Lager zog, bemerkte Erwis eine seltsame Reaktion bei der Essenz der Verzweiflung. Eine nähere Untersuchung hat ergeben, dass die Essenz offenbar im Kampf gegen diese Albträume eingesetzt werden kann. Zuerst muss sie doch jedoch von dunkler Energie gereinigt werden. Nimm die Essenz der Verzweiflung und reinige sie auf jede erdenkliche Art. Kehre dann zu Erwis Morn zurück. Alright. Bitte eng. Ja, ich muss die Essenz erstmal reinigen. Einmal reinigen mit dem Putzlappen. Nee, warte mal, was muss ich denn dafür machen? Aktivitäten, okay, einfach nur irgendwelche Sachen machen. Wahrheit hier auf dem Planeten. Okay. Oh. Tja, dann. Mach ich erstmal hier einen Kampfbanner. Dann mach ich das jetzt erstmal und wir sehen uns gleich wieder. So, einen Tag später habe ich alles, gemacht. Ja, wundert euch nicht, dass es einen Tag später ist. Hab ein bisschen was anderes noch gemacht und habe die Arbeitstier-Exo mir geholt. Da gab es halt eine Quest, wo man Witch Queen brauchte und die ist ganz einfach zu machen. Also wirklich nur ein bisschen Alltagssachen, Automatikgewehr spielen, öffentliche Events spielen, also nichts Großartiges. Ist das Krasse an der, und zwar wenn, also du hast ein größeres Magazin und verbesserte Präzision beim Feuern aus der Hüfte. Also wenn ich jetzt so hier schieße, dann kann das halt, ja, besser schießen oder so. Aber beim Zielen nicht so ganz. Habe ich noch nicht so ganz verstanden, weil beim Zielen fand ich es irgendwie besser. Naja, ist ja egal. Wir müssen zurück zu Erwis Morn und ihr berichten, ne, wie es hier auf der Quest steht. Da, die Essenz der Verzweiflung ist gereinigt. Jetzt kann ihre wahre Zweck auf... Mann! Nochmal. Jetzt kann ihr wahrer Zweck aufgedeckt werden. Kehre mit der gereinigten Essenz zu Erwis Morn zurück. Jawohl! I have one. In den Tiefen des Höllenschlunds zerbrach meine Seele in tausend Stücke. Alles, was mir blieb, war, sie wieder aufzusammeln. Aber wie du sehen kannst, müssen manche ersetzt werden. Eins davon muss ich jetzt einsetzen. Einen uralten Talisman, der von der Magie der Schar durchtränkt ist. Ohne ihn können wir nicht die wahre Macht der Albtraumessenz einsetzen. Mit dieser Vereinigung ist der erste Schritt bei der Enthüllung der Geheimnisse der... Nach ein Weilchen später bin ich da wieder mal da. Ich habe kurz die Spielmaschine gemacht. Ja, gab es hier ein paar Probleme, aber ich bin ja wieder da, Leute. Ihr habt nichts bemerkt. Die Pyramide vergeudet keine Zeit. Ein Phantom von Toland ist erschienen und er setzt alles daran, mich abzulenken. Das wird ihm nicht gelingen. Während ihrer Zeit im Höhlenschlund hat Erwis einige Scharkuriositäten entdeckt. Es blieb nur ein alter Talisman, in dem Schar-Magie pulsiert.
Aus der Verbindung des Talisman mit der Essenz der Verzweiflung ergibt sich nun ein mächtiges Werkzeug im Kampf gegen die Albträume. Nimm diese Traumfluch-Rüstungsteil und benutze es, um den Albtraum von Omnigul zu jagen. Genau, wir bekommen im Laufe der Quest die ganze Rüstung. Erst bekommen wir das Teil. Und jetzt müssen wir Omnigul aufhalten. Omnigul war auch aus Destiny 1. Das war, glaube auch irgendwie aus der Schar. Ich glaube, das war eine Hexe, oder? War das nicht eine Hexe? Eine Scharhexe? Wollen wir herausfinden, wer das mal war. Alles, was bei Destiny 1 passiert ist, weiß ich jetzt nicht genau. Da bin ich ein bisschen ahnungslos. What the fuck? Habt ihr dieses Phantom gehört? Ey, diese Phantome, ey, die sind so gruselig. Achso. Hier muss ich anhalten. So, warte mal. Eros hat einen eigenen Schad-Talisman benutzt, um das erste Rüstungsteil herzustellen. Du wirst ein ganzes eine ganze Rüstung davon, um in die Pyramide reinzukommen. Da bin ich wieder. Blinde Hingabe ist eine gefährliche Sache. Aber als es um Crota ging, wusste Omnigul keinen anderen Weg. Sie stellte für ihn eine Armee der Schar auf und tötete eine Unzahl an Hütern. Omnigul hinterließ eine Spur des Leids. Und dieses Leid nutzt die Pyramide nun gegen uns. Sie erwartet, dass wir vor jenem fallen, was wir bezwungen haben. Nicht heute. Stimmt, das war ja die Hexe, die die ganze Zeit so rumgeschrien hat. Okay, was war das für ein Schrei? What the fuck? Ich mag meine Handschuhe. Junge, Alter, wie lahmarschig. Lade ich bitte nach. Ich hoffe, ich kann das irgendwie ändern. Warte mal. Kann ich das bitte ändern? Ist ja gruselig. Erhöht Nachladetempo. Jawohl. Erhöht Nachladetempo. Ja, bitte. So viel Nachladetempo wie möglich. Das ist ja gruselig. Bruder, ich habe irgendwie 4 Sekunden gebraucht, um nachzuladen. Ist das so schwer? Warte, wir gucken nochmal. Ja, viel besser. Zwar auch nicht perfekt, aber wie gesagt, besser. Okay, ja. Auf der Hüfte ist die Waffe tatsächlich besser. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Stand ja auch klar. Oh mein Gott. Wieso schaffe ich das immer? Gut, nach diesem Missgeschick können wir jetzt endlich weiter. Manometer. Ich bin aber auch echt auf den Kopf gefallen. Mein neuer Lieblingssatz. Bin auf den Kopf gefallen. Oder du bist auf den Kopf gefallen. Ich lieb diese Schar, weil die ist voll rot. Diese Sätze, Alter, wie so ein Dreijähriger. Meine Güte. Ich hab's heute auch. Überall Albträume. Ah, sie verfolgen mich. Mein letzter Albtraum, was war das? Dass ich auf der Straße lande. Oh. Boah, das Ding ist schon echt krass. Muss man ehrlich sagen. Man kriegt's aber halt leider nicht kostenlos. Oder man hat's ja mal kostenlos bekommen. Leider kann man nicht mehr die Collector's Edition kostenlos bekommen. Es tut mir leid für euch. Muss ja alles einzeln kaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich noch Lightfall und The Final Shape hole. Weil ich habe halt ziemlich viel Negatives von Destiny 2 gehört. Und ich finde es halt selber blöd, dass immer alles gekauft werden muss. Gut, bist du Omnigul?
Tatsächlich Albtraum von Omnigul. Au, meine Ohren! Verschwinde! Hör auf, mich anzuschreien. Oh Gott, oh Gott. Schnell weg, hier weg, 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 weg. Ich glaube, jetzt müssen wir erstmal irgendwie so kleine Albträume ausschalten, genau. Und jetzt können wir sie wieder angreifen. Na, schmeckt dir das? Ja, lecker, lecker. Oh nee. Jetzt holt sie wieder ihre Albträume raus. Aber die sind schneller weg, als ich sehen kann. Warte, warte. Nein. Ich hab daneben geschossen. An dem Raketenwerfer ist es cool, weil der hat direkt zweimal kann man ihn nachladen. Und dann ja, schießt er halt zwei Raketen. Ist nice, weil es gibt halt irgendwie immer nur Einzelschuss-Raketenwerfer. Und so einen Raketenwerfer zu haben, ist schon geil. Smart feeling. Smart, smart feeling. Meine Güte, diese Leiblinge. Die wollen immer an meinen Körper rumkrapschen. Ganz widerliche. Berserker. Oh, 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 guck, 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 da seht ihr es. Da, immer an meinen Körper rumkrapschen. Nein! Jetzt waren sie auch noch vor mir. Oh, Alter. Während ich geschossen habe. So ärgerlich mit denen. Ich hätte auch mich erst um den gekümmert und dann um die Ruhe ausgeschaltet. Ja, 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 jetzt hör mal auf rumzuschreien. Zack, zack. Hallo, stich doch weiter ein. Gut. Alter, ich hätte mich jetzt schon wieder fast ausgeschaltet. Das ist immer ein Eigentor, was ich hier mache. Muss man mit den Raketenwerfer aufpassen. Nein. Spürt meine Maschinengun. Oh, 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 oh. Jetzt meine Spotlight. In ihre Fresse, los. Jetzt noch einmal die Albträume besiegen. Besiegt. Jetzt kommt die wieder. Perfekt. So, jetzt nachladen, nachladen, nachladen. Jetzt näher, näher ran. Jawohl. Perfekto. Alice, der Omnibull-Albtraum ist erledigt. Jedenfalls im Augenblick. Hast du noch mehr Essenz bekommen? Haben wir. Aber eigens dem Albtraum zugehörige. Ich verstehe. Wir lüften gemeinsam ihre Geheimnisse. Bis dahin wartet die Schar in der Scharlachfestung auf dich. Sag mir, was du dort findest. Gut, jetzt haben wir schon die Sense der Pein freigeschaltet. Sprich mit Eris Morn, um zu erfahren, was sie in der Scharlachfestung vorzufinden hat. So, Eris, sag mir, was hast du gefunden? An die Arbeit. Achso, sie sagt nichts. Du hast weitere Albtraumessenzen gesammelt, aber dir fehlen Schar-Kuriositäten, um mehr Traumfluch-Rüstungsteile herzustellen. Nach der Erkenntnis, dass die Schar sich irgendwie vor den Albträumen schützen kann, erfuhr Elvis von einer dunklen Macht im Inneren der Scharlachtfestung. Diese Macht könnte die Antwort auf die Frage sein, wie sie sich schützen konnten, und der Schlüssel zur Fertigung weiter Traumfluch-Rüstungsteile. Untersuche die dunkle Macht im Inneren der Scharlachfestung. Das ist die Endquest, wahrscheinlich. Nein, das ist ein Strike tatsächlich.
Ja, dann machen wir den Strike in der nächsten Folge und werden wir wahrscheinlich währenddessen auch die Aufgabe der Essenz der Pein machen, weil das ist ja eigentlich nur, genau, Beutezüge abschließen. Das schaffen wir ja. Okay, dann wünsche ich euch noch eine schöne Nacht für mich. Wahrscheinlich ist es bei euch morgen. Aber hat es gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein. Ciao, ciao.